Hallo zusammen, ich bin's, euer Auswanderlux und im heutigen Video geht es um die Kommunikationsunterschiede zwischen Deutschen und Schweizern und ich möchte auch speziell auf die verschiedentliche E-Mail-Korrespondenz eingehen. Was ja wichtig ist, wenn man dann hier ins Berufsleben startet. Also wie fange ich am besten an? Wir haben generell, das habe ich schon mal in einem Video gesagt, dass es unterschiedliche Kommunikationsstile gibt zwischen oder unterschiedliche Kommunikationen. Der Deutsche spricht anders als der Schweizer. Das kennt man auch in Deutschland, oder ihr wisst es, der Berliner, der spricht anders als der Schwabe, nicht nur vom Dialekt her, sondern auch wie er die Sätze baut, wie er spricht. Ist er freundlich, ist er eher unfreundlich? In Berlin kennt man es, oder da wird eher nicht so auf die Freundlichkeit Wert gelegt, sagen wir mal so. Im Ruhrgebiet, da wo ich herkomme, da ist es ähnlich. Und ja, das bietet halt Konfliktpotenzial. Ich habe jetzt mal zum Beispiel mir ausgedacht. Ich war mit meiner Freundin im Bäcker bei mir zu Hause im Ruhrgebiet und dann kommt ein Mann rein und sagt zu der Verkäuferin, sagt, kommt rein, sagt Mahlzeit und sagt zur Verkäuferin so, ja, ich krieg drei Brötchen. Und dann hat die Verkäuferin so, ja, welche wollen Sie denn, bla bla bla, hat ihm die Brötchen eingepackt, der Mann hat bezahlt, hat Tschüss gesagt und dann war die Sache gegessen. Und meine Freundin war total schockiert und hat sich gedacht so, was ist denn das jetzt gewesen? Das ist ja total unfreundlich gewesen und war noch und hat sich noch gedacht, so, wieso ist die Verkäuferin überhaupt so freundlich? Oder warum war die Verkäuferin nicht brüskiert? Warum hat die einfach so, sie hat halt keinen Anschein gemacht, so, es war einfach normal für sie. Und ja, da habe ich ihr halt erklärt, so, ja, das ist ganz normal gang und gäbe, man kommt rein und sagt halt die Tageszeit und wenn es mittags ist, sagt man Mahlzeit, das war auch nicht das Freundlichste, manche meisten sagen natürlich Hallo, dieses ich kriege drei Brötchen, das ist, sagen nicht alle, aber das hört man schon oft, dieses nicht ich hätte gern oder ich möchte gern oder darf ich bitte, sondern man sagt direkt ich nehme das und das, oder? Und eben meine Freundin war da total brüskiert und weil hier in der Schweiz, die Schweizer, wenn man das so in der Schweiz machen würde, diese Art und Weise, dann ist der andere natürlich total brüskiert. Das ist dann schon fast wie so ein Schlag ins Gesicht für einen Schweizer, weil der Schweizer würde es so machen, der würde reinkommen, wer würde sagen Grüezi oder wenn mehrere da sind an Verkäuferinnen oder an weiteren Kunden, dann wird der sagen Grüezi miteinander, also Hallo zusammen, kann man es übersetzen. Und wenn er dann dran wäre, würde er vielleicht sagen, ja, ich hätte gerne drei Brötchen oder darf ich bitte drei Brötchen haben? Und wenn das dann gelaufen wäre, dann würde er sich auch anständig verabschieden, würde noch einen schönen Tag wünschen. Und ja, wie ihr merkt, es ist viel freundlicher, darauf wird Wert gelegt, das möchten die Schweizer so. Und ich finde, wenn man hier in der Schweiz ist, sollte einem das bewusst sein. Und dann sollte man auch sich dementsprechend anpassen. Ja. Ich weiß, das ist nicht leicht. Mir fällt es auch nicht immer so leicht, obwohl ich da, ja, am Anfang war es schon ein bisschen, also es ist ja ein Automatismus, man hat es nicht so drin. Gott sei Dank habe ich meine Freundin und sie hat mich immer wieder darauf hingewiesen. Sie weist mich auch heute noch immer wieder oder hin und wieder mal darauf hin. Wenn irgendwas nicht so akkurat ist, dann kriege ich dann schon mal vielleicht einen Ellenbogen in die Seite oder sowas. Aber ich habe mich da schon gut mit arrangiert. Ja. Also es fällt mir auch leicht. Es ist ja auch, ich meine, es ist auch schön, wenn man freundlich miteinander ist und vielleicht noch mit einem Lächeln im Gesicht die Bestellung macht und ja, also dann sind beide zufrieden, das gehen beide gegenüber, oder? Und was natürlich, das ist jetzt der private Rahmen gewesen,
da ist es natürlich keine Pflicht, wenn das jemand nicht machen möchte oder nicht machen kann oder nicht machen will, dann ja, ist es halt so, da kann man ja niemanden zu zwingen. Kommt halt nicht gut an, das muss man wissen. Also wenn man Wert drauf legt, einen Stammbäcker zu haben, da ein gutes Verhältnis zu dem zu haben, dann sollte man vielleicht eher freundlich sein und nicht nicht den preußischen Befehlston raushängen lassen. Ja. Jetzt kommen wir zum geschäftlichen Teil. Im Büro oder generell im Berufsleben ist natürlich was anderes. Da bin ich ja, da kann ich mir nicht solche Schnitzer leisten, oder wenn ich nicht gerade mich ins Abseits setzen lassen will. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wie ist der Umgang miteinander, wie ist die Kommunikation. Und klar, mit den Gesprächen, das habt ihr jetzt schon erahnen können, es gibt da Unterschiede. Generell, man sollte freundlicher sein, man sollte ein bisschen Smalltalk halten. Auch nicht so viel, oder? Das wollen die meisten Schweizer oder viele Schweizer eher nicht so. Das, was ich so von meinen Bekannten und von meiner Freundin und deren Familie höre. Aber was natürlich schon wichtig ist, so gewisse Floskeln, ja, keine Ahnung, wie war das Wochenende, wie war dein Tag, wie bist du ins neue Jahr gestartet, jetzt war ja gerade Neujahr, sowas halt, oder ja, was hast du am Wochenende gemacht? Und dann zum Abschied noch einen schönen Tag wünschen, ja, sowas wird halt schon gern gesehen, ja. Und bei der E-Mail-Korrespondenz, da habe ich mich mit meiner Freundin mal zusammengesetzt und da haben wir mal jetzt, um euch das mal so quasi an einem Beispiel zu verdeutlichen, haben wir eine Situation uns rausgesucht, in der eine E-Mail-Konversation, ich habe eine E-Mail geschrieben, so wie ich sie als Deutscher in Deutschland geschrieben hätte und sie hat sie halt geschrieben, wie eine Schweizerin das in der Schweiz schreiben würde. Und dann, es geht darum, dass der Schreibende, dem fällt ein Fehler auf in einer Dokumentation und will das seinem Kollegen mitteilen. Also da lese ich das mal vor, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Derjenige heißt Patrick. Und dann, ich hätte sie so geschrieben, hallo Patrick, in der Dokumentation XY gibt es einen Fehler auf Seite 13. Ich habe den farblich markiert, korrigier das bitte bis morgen. Und dann danke und Gruß, Christian. Das wäre jetzt meins gewesen. Und jetzt kommt der Text von meiner Freundin. Sie schreibt, lieber Patrick, ich hoffe, es geht dir gut und du bist gut ins neue Jahr gestartet. Gestern hatte ich mit der Dokumentation XY zu tun und da fiel mir zufällig auf Seite 13 eine kleine Ungereimtheit auf. Ich meine, es müsste dort YZ heißen. Könntest du bitte nachschauen und das gegebenenfalls korrigieren? Für allfällige Fragen bin ich heute den ganzen Tag gut erreichbar. Vielen Dank, einen schönen Tag und herzliche Grüße, Tanja. Das ist der große Name von meiner Freundin. Also man sieht, klar, ich habe Hallo geschrieben, sie hat lieber Patrick geschrieben, ich habe Hallo Patrick geschrieben, das ist ein kleiner Unterschied. Das macht auch nicht jeder jetzt. Man hätte auch schreiben können, Hoi Patrick. Das ist so dieses Hallo in der Schweiz, Hoi. Und sie schreibt ja dann, sie fragt erstmal, ich hoffe, es geht dir gut, bist du gut ins neue Jahr gestartet. Sie umschreibt das so, sie hatte zufällig damit zu tun, oder? Mit dieser Dokumentation und dann ist ihr zufällig diese Ungereimtheit, was ja eigentlich ein Fehler ist, was ihr aufgefallen ist, weil sie will den Fehler nicht benennen. Das ist dann auch ein krasser Unterschied. Kritik wird nicht direkt geäußert, sondern mehr umschrieben. Und dann schreibt sie, sie meint, es müsste dort so und so heißen. Also sie will gar nicht sagen, dass sie weiß, dass es ein Fehler ist. Sie will sagen, sie will es irgendwie nicht festsetzen, sondern sie will ihm noch ein bisschen, denn sie will ihm nicht direkt sagen, dass es dort einen Fehler gibt. Und dann fragt sie noch, ob er bitte nachschauen könnte und gegebenenfalls korrigieren könnte. Als Abschiedsfloskel quasi noch, dass sie für allfällige Fragen, also für irgendwelche Fragen, die da aufkommen, dass sie dafür noch zur Verfügung steht und gut erreichbar wäre.
Und dann halt vielen Dank, schönen Tag noch, das habe ich halt nicht gewünscht, herzliche Grüße, wo ich nur Gruß geschrieben habe. Ja. Also vielleicht, wenn ihr in Deutschland im Büro schafft, also im Büro arbeitet, dann sieht es vielleicht auch bei euch ein bisschen anders aus, die E-Mail. Ich arbeite in der Pharmaindustrie und bei uns schreiben die meisten eigentlich Danke und Grußes. Beste, oder was ich schon mal was oder was mal vorkommt, wenn einer besonders freundlich sein will, dann schreibt er Grüße und das war's, ja. Also unter den Deutschen. Genau, ja. Also man sieht, das ist schon ein Unterschied. Es wird jetzt nicht verlangt, dass man jetzt, also meine Freundin ist natürlich auch eine Koryphäe, glaube ich, da drin, so was sowas angeht. Mit diesem Smalltalk schreiben und so. Aber ja, da muss man schon drauf achten. Man sollte nicht zu direkt sein, man sollte schon ein bisschen mehr schreiben und nicht einfach nur zack, 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 damit es schnell geht, sondern sich auch ein bisschen Zeit nehmen dafür, auf das Gegenüber eingehen. Ja, und was ist jetzt so als Abschluss, oder was könnte ich jetzt als Abschluss sagen? Ich bin jetzt ein bisschen mehr als 3 Jahre hier und habe mich auch schon verändert in meinem Verhalten. Ihr hört es ja auch vielleicht an der Sprache, dass ich nicht immer Büro sage, sondern Büro und dann immer das oder am Satzende. Aber eben, wenn ich dann in die Heimat fahre, dann wird mir auch schon mal hin und wieder gesagt, dass ich ja anders spreche und irgendwie ruhiger und bedachter und irgendwie, ja, ich komme denen schon manchmal, glaube ich, ein bisschen komisch vor mittlerweile. Und es ist sogar so, wenn ich dann in Deutschland bin und sei es nur, wenn ich kurz über die Grenze fahre, wenn ich dann dort zum Bäcker gehe, dann ja, denke ich auch manchmal so, krass, wie die hier miteinander reden so und bin schon eigentlich so halt auch, was das angeht, wahrscheinlich schon gut angepasst an die Schweizer Mentalität, ja. Also es kommt mir, ich denke auch manchmal so, boah, ist das unfreundlich hier in Deutschland dann. Aber ja, das ist halt so mit der Zeit, man passt sich dann dem Umfeld an. Und der Umwelt ist ja auch richtig so, denke ich mal. Ja, das war's eigentlich dazu. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Schaut doch auch mal bitte auf meinen Blog vorbei, auswanderlux.ch, oder könnt mir auch bei Instagram schreiben, könnt euch noch mal ein bisschen rumschauen, da habe ich ein paar Posts gemacht, ob euch das gefällt. Bei Facebook findet ihr mich auch. Und dann verabschiede ich mich von euch. Ciao, Leute!